frisch geduscht und gepudert, sitze ich jetzt einsatzbereit hier rum. So, was da direkt dran? Schmutze. Direkt dran. Einsatzbereit hier rum. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich wollte mal anrufen. Und mit dem Telefon hier habe ich gemacht am Frontdesk, wie das aussieht mit Aschenbechern. Ob das hier nicht Raucherzimmer ist. Ist ein Raucherzimmer, aber hier stehen keine Aschenbecher. Und dann sagt sie, ja, sie kann gleich jemanden losschicken, der hier hochkommt und mir Aschenbecher bringt. Dann sage ich, nee, ich gehe sowieso gleich runter ins Casino und klaue ich mir dann eins. Und dann können die Mädels dann morgen früh hier zwei Aschenbecher reinlegen, wenn sie sowieso sauber machen. Ja, ist in Ordnung, ne? Das war 10 Minuten später, noch nicht mal. 5 Minuten später klopft das hier an der Tür Housekeeping. Sie hatten hier ein Problem mit dem Raum. Da sage ich, nee, eigentlich nicht. Dann sage ich, habe mich nur erkundigt, ob es Raucherzimmer ist. Aber Aschenbecher fehlen. Juhu, kein Problem, besorge ich gleich. Dann sage ich, brauchen Sie nicht besorgen. Doch, besorge ich. Also vom Service hier sind die echt super. In der Zwischenzeit habe ich natürlich atommäßig geduscht. So, und jetzt müssen die gleich kommen. Und dann tobe ich runter. Das muss hier jede Sekunde klopfen. In der Zwischenzeit habe ich natürlich das, was ein bisschen sehr eklig ist. Wie man das sieht, habe ich hier einfach mal Stratosphäre-Zahnputzbecher missbraucht als Aschenbecher sozusagen. Als Aschersatz. So, ich habe mir das ja auch schon ein bisschen eingerichtet. Die Sachen für den Mann. Was braucht man da? Ein bisschen gut riechendes Deo. Zahnbürste mit ein bisschen alberner Zahnpasta. Ja, und vielleicht nochmal eine Bürste. Wobei, wenn man sich das mal hier so anguckt. Eigentlich brauche ich gar keine Bürste. Das reicht schon, wenn ich mit den Haaren hier über den Teppich rüber schuppe. Dann sind die Haare schon schick. Ja. Ach ja, aber alles wieder wie gehabt. Ich gehe hier eben nochmal Sonnenuntergang. Habe ich nochmal ein paar Fotos gemacht. Das packe ich ja sowieso in die Webseite rein. Jetzt will ich gleich mal runterpiesen ins Casino. Wenn die Aschenbecher gleich kommen. Wenn sie nicht kommen, ist mir auch egal. Dann liegen sie bestimmt vor die Tür. Und sonst klauen wir da unten ein. Aber die werden kommen. Und dann werde ich nochmal zu dem Football HD Pro Event da in dieses Theater of the Stars gehen. Was sie da umgebaut haben, bin ich immer gespannt. Und mir dann noch einen Pitcher reinlutschen. So $5 Pitcher Bud Light. Ich weiß nicht, was das ist, ein Liter, 2 Liter, ein Liter wird es ja wohl nicht sein, ein bisschen mehr wird das wahrscheinlich sein, so ein Pitcher. Eineinhalb, aber ich meine, das ist natürlich für mich überhaupt kein Problem. Das lutsche ich ruckzuck weg. Und dann werde ich den Laptop noch mit runternehmen. Und dann ist gut. Den lade ich hier gerade so ein bisschen auf. Obwohl, der hat eigentlich noch ordentlich Puffer. Aber mit WLAN ist immer so eine Sache. Den gebe ich jetzt noch ein bisschen Energie. Und dann will ich mich da mal schön hinsetzen, Football gucken, beziehungsweise, ja, Football gucken, Pitcher Bier bestellen, meinen Laptop rauskramen, WLAN-mäßig, das checke ich gleich schon mal ab, wenn ich runtergehe. Dann piece ich da einfach mal in die Nähe und dann schmeiße ich mal mein Handy an. Und dann sehe ich ja schon mit dem Handy, ob ich WLAN empfangen habe. Und wenn das gut funktioniert, werde ich das schön gleich nochmal ein bisschen WLAN machen. Das machen die aber auch nur sonntags. Passt natürlich ganz gut heute. Sonntagsanreisetag. So, hier habe ich auch schon das Trinkgeld hingepackt. Für die Püppis. $3 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Obwohl, ist egal. $3 ist schon okay. Die leben ja vom Trinkgeld, ne? Aber geil ist natürlich auch das hier. Mal zeigen. Kann man das hier sehen? Hier ist natürlich hier so ein billiger, ja, so wird Schubladen oder so. Brauche ich nicht. Ich lebe ja sowieso aus dem Koffer. Ein paar Sachen habe ich schon verstaut, so. Und dann haben die wohl einen Kratzer hier gehabt und da haben die da einfach so einen Aufkleber draufgepackt. Ich dachte, das ist Geld. Nee, das hat wohl so ähnliche Struktur. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich mache noch mal ein vernünftiges Foto hier vorne. Diese runde Placken. Den haben sie da über den Kratzer rüber gedeckt. Also voll, das sind Amis. Das sind echt Amerikaner. Das geht gar nicht. Guckt euch das mal an, wie das aussieht, wie so ein Fremdkörper. Also, ja, das muss man bei den Amis alles nicht so verstehen. Die sind alle ein bisschen durchgebrannt. Mach ich nochmal. Mach ich nochmal Winke im Spiegel. So T-Shirt behalte ich einmal an, das stinkt auch nicht. Super. Jetzt habe ich mich frisch gewaschen, alles klasse. Jetzt kann ich loslegen. Jetzt gebe ich Gas. Jetzt will ich mal unten die Casino-Szene mal ein bisschen abchecken. Das haben die wieder alles umgebaut. Und meine guten Full P25-Cent-Automaten, mit denen ich mit 1,25 da mal spiele, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Mal gucken, wo die stecken. Hoffentlich haben sie den nicht abgebaut. Dann könnte ich mich mit Videopoker am Arsch lecken. Weil auf das andere Videopoker habe ich mir keinen Bock da mit 98%. Dann haben die ja voll den Hausvorteil. Dann machen die mich hier besoffen. Dann mache ich noch 2% Fehler. Dann spiele ich nur mit 96%iger Effizienz. Das geht nicht. Ich will mit 100%iger Effizienz hier spielen. Ich will hier Umsatz machen wie ein Geisteskranker. Ohne dass ich was verliere. Oder wenn ich was verliere, weil ich einfach einen schlechten Turn habe, weil kein Royal Flush kommt oder so, dass sich das alles in Grenzen hält. Ne? Ja. Da zählt jedes Prozent. Wobei ich rechne ja schon eher so in 0,2% Schritten. Ich als alter Mathematiker.
Ja, wer zum Zocken hat, also wie das kommt, verliert. Und wer mathematisch davor geht, der kann eigentlich nicht viel verlieren. Also kann man schlecht laufen. Das hatte ich ja letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr hatte ich das. Das war also das einzige Jahr, wo ich richtig, also wo richtig überhaupt nichts lief. Also nicht vernünftig irgendwie. Und letztes Jahr hatte ich Rollfleisch da, also da war das schon okay wieder. Dann bin ich mal gespannt dieses Jahr, ob Fortuna mir da, ob ich wieder ein Rollfleisch reißen kann. Bin da ja guter Hoffnung. Oder irgendwas anderes, ne? Ist ja wurscht. Irgendwas reißen jedenfalls. Aber so ein Rollfleisch wäre natürlich cool. Das ist ja immer so das ist immer so die Königsdisziplin bei mir. Rollfleisch muss sein. Hat bisher ja auch immer geklappt. Außer 2009. 2010 war natürlich wieder super. Die 1000 Eier, die da reingelaufen sind und auch viele Asse oder sowas. Asse sind natürlich auch geil. Vier Asse mit dem Kicker bringen nämlich 2000 halben Rollfleisch. Dann kann man auch eher sagen, 2x4 Asse mit dem passenden Kicker ist genauso wie ein Rollfleisch. Das ist nämlich auch 1000 Dollar. Und wenn du normal vier Asse hast mit dem passenden Kicker, sind natürlich 500 Dollar. Auch gut. Ist auch egal. Und selbst wenn es nur 50 Dollar sind, ist das auch geil. Ja. Ich bin ganz happy, wieder hier zu sein. Lass die Spiele beginnen. So, ich hau jetzt ab. Ich habe jetzt Bock, irgendwie ein bisschen Party zu machen. Tschüss. Und vor allem Football. Oha. Bin mal gespannt, was da abgeht. Bestimmt super. Tschüss.